Als Lesung haben wir für den heutigen Sonntag Lukas 8, die Verse 26 bis 33. Lukas 8, 26 bis 33. Und sie, das ist Jesus mit den Jüngern, fuhren in das Gebiet der Gadarener, das Galiläa gegenüberliegt, also auf der Ostseite des See Genezareth. Und als er ans Land gestiegen war, kam ihm ein Besessener aus der Stadt entgegen, der seit langer Zeit Dämonen hatte und keine Kleider mehr trug und sich auch in keinem Haus aufhielt, sondern in den Gräbern. Als er aber Jesus sah, schrie er, warf sich vor ihm nieder und sprach mit lauter Stimme: Was habe ich mit dir zu tun, Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten? Ich bitte dich, quäle mich nicht. Er ist geboten, von dem Menschen auszufahren, denn der hatte ihn schon lange in seiner Gewalt und man hatte ihn mit Ketten gebunden und mit Fußfesseln verwahrt, aber er zerriss die Fesseln und wurde von dem Dämon in die Einöde getrieben. Jesus aber fragte ihn und sprach: Wie heißt du? Er sprach: Legion, denn viele Dämonen waren in ihn gefahren. Und er bat ihn, er möge ihnen nicht befehlen, in den Abgrund zu fahren. Das ist auch der Bezugspunkt zum Predigtext, der Abgrund, der Abyssos, der Aufbewahrungsort der Dämonen, in denen eben dann auch Dämonen von Jesus gebunden und hinabgestoßen werden konnten. Und nun bittet dieser Dämon, der für die Legion spricht, eben in diesen Abyssos nicht verbannt zu werden von Jesus, sondern es war dort eine große Schweineherde an dem Berg zur Weide, und sie baten ihn, dass er ihnen erlaube, in jene zu fahren, und er erlaubte es ihnen. Da fuhren die Dämonen von dem Menschen aus und fuhren in die Schweine, und die Herde stürzte sich den Abhang hinunter in den See und ertrank. Wir erheben uns zum Gebet. Treuer heilend Jesus Christus, wir danken dir, dass wir dich kennen dürfen als den Herrn, als den Allmächtigen, der eben auch Macht hat über Legionen von Dämonen, ihnen mit einem einzigen Wort zu gebieten. Und wir danken dir, dass das auch heute so ist, dass du den Legionen der Dämonen und des Bösen auch heute gebieten kannst, wo du willst. Und dass wir als diejenigen, die zu dir gehören, die versiegelt sind durch deinen Heiligen Geist, geschützt durch deine starke Hand, uns deshalb auch vor dem Bösen nicht fürchten müssen. Wir sollen uns wohl weise, geleitet durch deinen Heiligen Geist, vor ihm in Acht nehmen, ihm nicht leichtfertig und dümmlich auf den Leim gehen, aber fürchten müssen wir uns nicht, denn wir sind unter deiner Hand geschützt, geborgen in dir. Und du bist derjenige, der den Bösen besiegt hat. Dafür loben und preisen wir dich. Und dass wir diesen Sieg sowohl in unserer Gemeinde, in unserem Leben, auch in unserem Volk und Vaterland doch immer wieder noch erleben dürfen. Darum wollen wir dich von Herzen bitten, auch in unseren Ehen und Familien. Dir sei Lob und Dank dafür. Amen. Wir nehmen Platz und haben als Predigtext für den heutigen Sonntag, fahren mit der Offenbarung fort, Offenbarung Kapitel 9. Besten Dank. Offenbarung Kapitel 9, die Verse 1 bis 12. Offenbarung 9, 1 bis 12. Zum Thema der Schlund der Hölle, eben des Abyssos, wird geöffnet. Hölle im umgangssprachlichen Sinne, nicht im Sinne des ewigen Verdammungsortes, sondern im Sinne des Wohnorts der Dämonen und der gefallenen Engel, der Teufel gewissermaßen. Lukas 9, 1 bis 12. Und der fünfte Engel stieß in die Posaune, und ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war, und es wurde ihm der Schlüssel zum Schlund des Abgrunds, zum Abyssos, gegeben. Und er öffnete den Schlund des Abgrunds, und ein Rauch stieg empor aus dem Schlund, wie der Rauch eines großen Schmelzofens, und die Sonne und die Luft wurden verfinstert vom Rauch des Schlundes. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken hervor auf die Erde, und es wurde ihnen Vollmacht gegeben, wie die Skorpione der Erde Vollmacht haben.
Und es wurde ihnen gesagt, dass sie dem Gras der Erde keinen Schaden zufügen sollen und auch nicht irgendetwas Grünem, noch irgendeinem Baum, sondern nur den Menschen, die das Siegel Gottes nicht an ihrer Stirn haben. Und es wurde ihnen gegeben, sie nicht zu töten, sondern sie sollten 5 Monate lang gequält werden. Und ihre Qual war wie die Qual von einem Skorpion, wenn er einen Menschen sticht. Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und ihn nicht finden. Und sie werden begehren zu sterben, und der Tod wird von ihnen fliehen. Und die Gestalten der Heuschrecken glichen Pferden, die zum Kampf gerüstet sind. Und auf ihren Köpfen trugen sie etwas wie Kronen, dem Golde ähnlich. Und ihre Angesichter waren wie menschliche Angesichter. Und sie hatten Haare wie Frauenhaare, und ihre Zähne waren wie die der Löwen. Und sie hatten Panzer wie eiserne Panzer, und das Getöse ihrer Flügel war wie das Getöse vieler Wagen und Pferde, die zur Schlacht eilen. Und sie hatten Schwänze wie Skorpione, und Stacheln waren in ihren Schwänzen, und ihre Vollmacht bestand darin, den Menschen Schaden zuzufügen, 5 Monate lang. Und sie haben als König über sich den Engel des Abgrunds, sein Name ist auf Hebräisch Abaddon, und im Griechischen hat er den Namen Apollyon. Das erste Wehe ist vorüber, siehe, es kommen noch 2 Wehe nach diesem. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Die 5. Posaune bringt das 1. der 3 großen Wehe der Endzeit hervor. Und der 5. Engel stieß in die Posaune, und ich sah einen Stern, der vom Himmel heraus auf die Erde gefallen war, und es wurde ihm der Schlüssel des Abgrunds, des Abyssos, gegeben. Wir haben hier zwar nicht die Vergleichspartikel wie, sondern Johannes sagt, ich sah einen Stern. Aber es ist vom Zusammenhang her klar, dass das nicht wörtlich zu verstehen ist. Es geht hier nicht um einen Himmelskörper, sondern um einen Engel. Und zwar ausdrücklich um einen gefallenen Engel, der vom Himmel heraus auf die Erde gefallen war. Johannes sieht nicht den Fall der Engel, er sieht ihn bereits unten. Also der Fall fand in der Vergangenheit bereits statt. Johannes sieht das Ergebnis dieses Falls. Wir denken an Lukas 18, Vers 18, wo Jesus sagt, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Und Johannes 12, Vers 31, nach dem Einzug in Jerusalem, kurz vor seinem Sterben am Kreuz, da sagt Jesus, jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden, nämlich aus dem Himmel. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Jesus sagt das also im unmittelbaren Zusammenhang mit seinem Tod, wenn er erhöht wird am Kreuz und dann in der Himmelfahrt. Denn durch seinen Tod besiegt er Satan und tritt die Herrschaft an über alle Mächte der Finsternis, die er natürlich sowieso schon vorher hat. Und Satan wird aus dem Himmel hinausgeworfen. Schon in Jesaja 14, Vers 12 wurde das angekündigt, wie bist du vom Himmel gefallen? Du Glanzstern, Sohn der Morgenröte, wie bist du zu Boden geschmettert? In Offenbarung 12, Vers 8 sieht Johannes diesen Vorgang ebenfalls, der Erzengel Michael und seine Engel kämpfen gegen den Drachen und seine Engel, aber sie, nämlich der Drache und seine Engel, siegten nicht und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Jedes Mal gleiche Geschehen, Satan wird mit den Seinen aus dem Himmel hinausgeworfen. Ob der gefallene Engel hier in Offenbarung 9, Vers 1 Satan selbst ist oder seiner Dämonenfürsten, die mit ihm aus dem Himmel herausgefallen waren, ist letztendlich, soweit ich sehe, nicht klar, inhaltlich aber auch nicht wirklich von Bedeutung. Wichtig ist, dass diesem gefallenen Engel jetzt ein Schlüssel gegeben wird.
Der Gebende ist hier ohne Zweifel wieder Gott, denn er hat die Dämonen im Abyssos weggesperrt. Er ist der Herr über den Schlüssel, der diesen Deckel über dem Abyssos zuschließt oder eben aufschließen kann. Und wir haben eben als Lesung Lukas 8, 26 bis 33 genau davon gehört, dass er die Autorität hat, Dämonen, gefallene Engel, in diesen Abyssos zu verbannen. Dass sie dort sind, bis auf diesen Augenblick, von dem jetzt die Rede ist. Und er allein entscheidet damit aber eben auch über den Zeitpunkt, an dem sie herausgelassen werden und geschieht, was nun folgt. Ganz wichtig immer wieder, wie in der ganzen Offenbarung, alles, was da geschieht, geschieht nicht von ungefähr und es geschieht nicht aus der Macht des Bösen heraus zunächst, sondern es geschieht aus der Macht Gottes heraus. Er hat die Schlüssel, er hat die Vollmacht, zuzulassen und zu verhindern, was geschieht. Dass dann der Böse es ist, der diese Gerichte in Teilen ausführt, ist nachgeordnet in der Kausalkette. Dieser Schlüssel öffnet nun gewissermaßen die Büchse der Pandora. Es ist der Schlüssel zum Schlund des Abgrunds. Der griechische Begriff für Schlund bedeutet wörtlich Brunnen oder Schacht. Wir haben ein sehr anschauliches Bild, da ist also ein ganz tiefer Schacht, ähnlich einem tiefen, zig hunderte Meter tiefen Brunnen, der ganz, ganz tief hinab ins Erdinnere führt. Und da ganz unten, tief im Erdinneren, ist der Abyssos voller Dämonen. Ob da jetzt an das Erdinnere gedacht ist, es geht um das Bild eines ganz tiefen Schachts. Und dieser Schacht ist oben mit einem stabilen Deckel verschlossen. Brunnenschächte wurden früher auch abgedeckt, damit das Wasser nicht verdunstet, zum einen, damit zum anderen nicht hinabfallende Gegenstände das Wasser verunreinigen. Und gegebenenfalls wurde dieser Deckel wohl auch verschlossen, damit sich Unbefugte nicht am kostbaren Nass bedienen konnten. Hier ist der Deckel verschlossen, damit die Eingesperrten in diesem Abgrund nicht vorzeitig entweichen können. Wie gesagt, das ist die Grundbotschaft der Offenbarung. Der Herr, der Allmächtige, bleibt in jedem Detail und zu jedem Augenblick der Herr des Geschehens. Auch für uns in diesen Tagen ein immenser Trost. Er ist immer in jedem Augenblick der Herr des Geschehens. Aber jetzt ist hier der von Gott gesetzte Zeitpunkt gekommen. Der gefallene Engel öffnet mit dem Schlüssel, der ihm gegeben worden war, den Schlund des Abgrunds und damit wird's ganz finster auf der Erde. Wörtlich und übertragen. Es wird ganz finster auf der Erde. Noch viel finsterer, liebe Geschwister, als heute schon ist. Wie ich letzten Sonntag schon, glaube ich, gesagt hatte, die vier ersten Posaunengerichte waren ein Kindergeburtstag im Vergleich zu dem, was nun folgt. Mit den drei großen Wehen. Das erste, was Johannes sieht, ist Rauch. Der Begriff Rauch ist dabei zunächst wertneutral. Er wird auch für Rauch bei Erscheinungen Gottes verwendet. Es ist ein gewaltiger Rauch. Wobei davon auszugehen ist, es sieht im Moment vor allem so aus wie Rauch, wie der Rauch eines großen Schmelzofens, sagt Johannes, so gewaltig, dass die Sonne und die Luft verfinstert wurden vom Rauch des Schlundes. Wie aus einem unterirdischen Kamin steigt also dieser Rauch auf und verdunkelt die gesamte Atmosphäre. Da das ganze geschilderte Geschehen bildlich übertragen zu verstehen ist, gilt das auch für Sonne und Luft. Geistlich betrachtet ist die Sonne unser Herr Jesus Christus, der allmächtige Gott. Er ist das Licht der Welt, das nun durch dämonische Finsternis verdunkelt wird. Und die Luft, das ist die geistliche Atmosphäre, in der wir leben. Die Luft, die wir atmen, die unseren Körper und Geist mit Sauerstoff versorgt. Aber wer höllische Schwefeldämpfe, um es mal so zu sagen, einatmet statt Sauerstoff, dessen Denkvermögen wird geschädigt. Der ist dann irgendwann relativ schnell wie im Delirium. Der kann nicht mehr klar sehen und auch nicht mehr klar denken.
So wird das Licht Gottes verdunkelt und die ganze geistliche und geistliche Atmosphäre durch satanische Lüge und Bosheit verfinstert. Das erleben wir ja schon in Ansätzen seit Jahren, spätestens seit 2015, in zunehmender Dramatik. Schon damals habe ich gesagt, 2015, es kommt mir vor, als wäre der Deckel des Abyssos im Blick auf dieses Geschehen hier zumindest schon einen Spalt beiseite geschoben, als würden wir schon sehen, wie die ersten Schwaden dieses Rauchs, dieser Dämonen, die ersten Vorboten ausschwärmen. Man hat damals schon gemerkt, dass die Verfinsterung des Denkvermögens auch und gerade in christlichen Kreisen ein logisch nicht zu erklärendes Ausmaß angenommen hat. Noch dramatischer sehen wir diese satanische Verfinsterung seit Beginn des Corona-Terrors. Aus diesem Rauch, der aus dem Schlund des Abyssos emporsteigt, kommen nun Heuschrecken hervor auf die Erde. Das heißt, wahrscheinlich ist es so zu verstehen, dass da gar kein Rauch hochkam, sondern dieser immense Schwarm, dieser Wesen, die da emporkommen, die werden zunächst einmal aus der Ferne wie Rauch wahrgenommen. So wie man einen Heuschreckenschwarm aus der Ferne zunächst einmal wie eine riesige Wolke sieht. Aber wenn es näher kommt und Details werden erkennbar, dann sieht man, dass es eben keine Wolke ist, sondern Heuschrecken. Und so eine gigantische schwarze Wolke, die aussieht wie Rauch, aber beim Näherkommen werden dann die Details sichtbar. Heuschrecken hervorkommen auf die Erde. Es sind natürlich wieder keine wirklichen Heuschrecken. Die würden sich sofort über das Grün der Erde hermachen. Das ist diesen sogenannten Heuschrecken ausdrücklich verwehrt. Weder dem Gras noch irgendetwas Grünem noch irgendeinem Baum dürfen sie Schaden zufügen, sondern nur den Menschen, Vers 4, die das Siegel Gottes nicht an ihren Stirn haben. Heuschrecken sind es nur in dem Sinn, dass sie wie ein gigantischer Heuschreckenschwarm die Sonne verfinstern, die Luft erfüllen und immensen Schaden anrichten. Dafür steht ja auch etwa im Anlagebereich Investment die Heuschrecken, die funktionierende Betriebe aufkaufen, zerlegen, Gewinn bringen, die Einzelteile abstoßen und den Rest auf den Müll werfen, ja, so ungefähr Heuschrecken. Dafür steht dieses Bild der Wanderheuschreckenschwärme und dafür auch hier, für den immensen Schaden, den sie anrichten. Um ihr grausiges Werk zu verrichten, wurde ihnen Vollmacht gegeben, wie die Skorpione der Erde Vollmacht haben. Skorpione kennen wir. Auch wenn sie meist beeindruckende Scheren tragen, ähnlich wie Krebse, so geht die wahre Gefahr doch nicht von diesen Scheren aus, sondern vom Stachel, den sie am Ende des Hinterleibs tragen. Der ist voll tödlichen Gifts. Und dieser Giftstachel ist die Vollmacht dieser sogenannten Heuschrecken. Es ist tatsächlich im Griechischen von Vollmacht, von Exousia die Rede. Also nicht von Kraft, von Stärke, von Können, von Vermögen, sondern von Vollmacht, von gegebener Autorität. Es geht also um eine göttlich autorisierte Gewalt von ihnen aus. Weil diese Gewalt göttlich autorisiert, bevollmächtigt ist, ist sie aber auch zugleich göttlich begrenzt. Sie dürfen nur denen Schaden zufügen, die nicht das Siegel Gottes an ihrer Stirn tragen. Das sind die 144.000 versiegelt von Kapitel 7. Von anderen, wir müssen ganz klar am Wort und bei der Offenbarung bleiben, von anderen, die das Siegel Gottes an ihrer Stirn tragen, ist bisher meines Wissens in der Offenbarung nicht die Rede gewesen. Hier noch andere Versiegelte zu vermuten, wäre reine Spekulation. Wir sehen in diesen Versen also nur zwei Gruppen von Menschen, die 144.000 Versiegelten aus Israel und den Rest. Die Gemeinde kommt hier zumindest explizit nicht vor.
könnte ein Argument dafür sein, dass die Gemeinde hier bereits entrückt ist. Sie kommt hier auf jeden Fall nicht vor. Über die 144.000 Versiegelten, es kommen übrigens auch sonst keine Gläubigen vor. Einfach immer im Blick auf die Frage, was passiert da wohl? Wollten dadurch die ganze Offenbarung hinaus durch im Blick haben, welche Gruppen von Menschen kommen in welchem Geschehen noch vor und welche kommen nicht oder nicht mehr vor. Hier nur zwei Gruppen, die 144.000 Versiegelten und der Rest. Über die 144.000 Versiegelten haben die Heuschrecken also keine Vollmacht. Die stehen unter dem Schutz, unter dem Segen, unter der Bewahrung des Herrn. Über den ganzen Rest der Menschheit haben sie Vollmacht. Allerdings ist auch diese Vollmacht dahingehend göttlich begrenzt, dass sie die Menschen nicht töten dürfen. Aber sie dürfen die Menschen quälen, 5 Monate lang, sagt Vers 5. Mancher hat bei dieser Qual an die Folgen der Corona-Spritze gedacht. Ich will nicht ausschließen, dass diese Folgen mit zu diesen Qualen gehören können. Denn die Qualen, die sie den Menschen zufügen, scheinen wie Skorpionstiche toxische Schäden zu sein. Ganz wie man es auch von einem Impfgift zu erwarten hat. Zumindest wörtlich liegt hier eine Entsprechung da. Und wir ahnen ja wahrscheinlich kaum, liebe Geschwister, welche Mengen und Arten an Gift mit den verschiedenen Corona-Spritzen, die ja noch viele Male wiederholt werden sollen, man ist ja jetzt schon bei der Boosterung, den Menschen verabreicht werden. In jedem Fall ist die Analogie zwischen dem Gift im Stachel der Skorpione und der Corona-Giftspritze frappierend, denn der Stachel des Skorpions verpasst unzweifelhaft eine toxische Injektion. Darüber brauchen wir nicht zu diskutieren, das ist Fakt. Ob die 5 Monate nun wörtlich oder symbolisch für eine begrenzte oder schmerzlich lange, aber auch nicht allzu lange Zeit stehen, dürfte wieder schwer zu entscheiden sein. Indem ihre Vollmacht in den Schwänzen liegt, offenbaren diese Wesen zugleich ihren satanischen Charakter. Denn die Macht im Schwanz, die gehört zu den Kennzeichen des Drachen. Etwa Offenbarung 12, Vers 4, wo der Drache mit seinem Schwanz den 3. Teil der Sterne des Himmels nach sich zieht und auf die Erde wirft. Der Schwanz als Waffe ist zugleich Ausdruck der Heimtücke dieses Gegners. Denn beim Skorpion konzentriert sich der Ahnungslose auf die Scheren. Die hat er vorne dran, mit denen droht er, beeindruckend. Wir sehen dieses Drohen gleich noch viel genauer. Beim Drachen ist man beeindruckt durch sein gewaltiges, zähnestarrendes Maul. Umso überraschender wird man dann vom Schwanz getroffen, gestochen oder erschlagen. Sein Angriff aus dem Hinterhalt. Vorne wird getäuscht, irritiert, und von hinten herum wird zugeschlagen. Die Qual, die diese Heuschrecken mit ihren toxischen Injektionen verursachen, ist jedenfalls gigantisch. Davon spricht Vers 6. Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und ihn nicht finden. Und sie werden begehren zu sterben und der Tod wird vor ihnen fliehen. Dass den Heuschrecken von Gott die Grenze gesetzt ist, dass sie nicht töten dürfen, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen nicht als ein Akt der Gnade, sondern der Verschärfung des Gerichts. Es ist eine Verschärfung des Gerichts, nicht sterben zu dürfen. Die durch die toxischen Injektionen ausgelösten Qualen sind so furchtbar, dass die Menschen in ihren Schmerzen lieber sterben wollen, als diese furchtbaren Qualen noch länger aushalten zu müssen. Aber der Tod wird vor ihnen fliehen. Man denkt hier fast an Zombies, die vom Gift zerfressen werden, aber sie sterben nicht, sondern leben als furchtbare Monster weiter, schlimmer als der Tod.
Wahrscheinlich sind die toxischen Injektionen dieser Heuschrecken auch geistlich zu verstehen. Sie führen zu einer allgemeinen satanischen Verfinsterung, Bosheit und Menschenverachtung, welche die weltweite Menschheit im Griff haben, aus denen es kein Entrinnen gibt, nicht einmal den Tod. Wie dramatisch dieses unsagbar satanisch Böse ist, sehen wir in diesen Tagen etwa am Impfdruck, der derzeit weiter verstärkt werden soll. Wir schauen nur auf den armen Joshua Kimmich. Man muss sich überlegen, weil es einer wagt, sich diese Spritze nicht verpassen zu lassen, wird ein Staatsakt draus. Wann hat es jemals einen Politiker interessiert, ob sich dieser oder jener diese oder jene Spritze verpassen lässt? Aber hier, da sehen wir aber, um was es geht. Gar nichts mit Corona zu tun, geht um ganz andere Dinge. Sehen wir allein an diesem einzigen Beispiel schon. Und das, obwohl sich die Anzeichen vermehren, dass wir ja längst weit mehr Spritztote als Corona-Tote haben. Und die eigentliche Gefahr von denen ausgeht, die Corona-Spritzen erhalten haben. Sie sind im Zweifel Träger gefährlicher Mutationen. Ganz öffentlich bekannt gegeben, weiß jeder Arzt, haben Kritiker von Anfang an darauf hingewiesen, auch der Helge Braun, auch der Lauterbach meines Wissens haben es gesagt. Wenn man in eine Pandemie hineinspritzt, erzeugt man überhaupt erst wirklich gefährliche Horrorviren. Mindestens besteht die Gefahr, dass man dann Mutationen erzeugt, weshalb man eigentlich überhaupt auf gar keinen Fall in eine Pandemie hineinspritzen darf. Allein schon deshalb ist erfahrungsgemäß aufgrund allgemeinen medizinischen Wissens davon auszugehen, dass bei den Geimpften und nicht bei den Ungeimpften die gefährlichen Mutanten auftreten. Und wie Ergebnisse nachgewiesen haben aus einer asiatischen Klinik, ganz offizielle Studien, dass dort diese gefährlichen Mutanten in hohen Konzentrationen auftreten bei den Geimpften und die zu tatsächlichen gefährlichen Superspreadern werden können, die man aber überall ohne Maske und ohne Abstand und alles drum und dran im Zweifel aufeinander loslässt und dann zu Masseninfektionen kommt, wie wir es verschiedentlich gesehen haben. Es gibt verschiedene offizielle Studien, die diese Dinge zeigen. Und wir haben von Anfang der Spritzerei an gesehen, wie die Zahl der Corona-Kranken und Corona-Toten in Relation zum Zunahme der Spritzung nach oben gingen. Sind erstmal korrelative Entsprechungen, die aber kausale nahelegen. Wenn schon, dann müssten längst die Nicht-Geimpften vor den Geimpften geschützt werden und nicht umgekehrt. Zumal, wenn die Corona-Spritze etwas taugen würde, dann wären die Gespritzten ja vollständig immunisiert, also geschützt. Stattdessen hören wir ständig von Impfdurchbrüchen, wie etwa auch bei Edmund Stoiber und so weiter. Wir haben eine ganze Reihe von Prominenten, einschließlich, ich glaube, der frühere amerikanische Politiker Paul, der daran gestorben ist. Dabei hatten wir im Corona-Pandemie-Jahr 2020 eine Untersterblichkeit von 2,4%, wie eine Studie der Uni Essen kürzlich gezeigt hat. Wir hatten also mitten in dieser massenmörderischen Pandemie weniger Tote als sonst. Weshalb 2020 um die 20 Krankenhäuser mit rund 7.500 Intensivbetten abgebaut wurden, die wurden nicht gebraucht. Und die werden offenbar auch dieses Jahr nicht fehlen, die werden auch dieses Jahr nicht gebraucht, denn es werden weitere Krankenhäuser abgebaut und Intensivbetten. Soweit ich dieser Tage gelesen habe, hatten wir Anfang der Pandemie im letzten Jahr 40.000 Intensivbetten und ich glaube, das sind die Reservebetten von 12.000 Stück noch nicht mal mitgerechnet. Derzeit haben wir wohl 22.000 Intensivbetten. Das heißt, es wurden 18.000 abgebaut. Fast die Hälfte. Mitten in der massenmörderischsten Pandemie, die seit Menschengedenken die Erde heimgesucht hat, wird fast die Hälfte der Intensivbetten abgebaut, weil man sie anscheinend nicht braucht. Oder warum werden die sonst abgebaut? Die werden natürlich abgebaut, damit man einen Mangel erzeugt und damit die Dramatik der Überbelegung der Intensivbetten noch deutlicher demonstrieren kann. Man bekämpft also die Pandemie nicht mit einem Ausbau des Gesundheitssystems, sondern einem Abbau desselben
und indem man grundgesetzwidrig die Würde und die Freiheit der Menschen in den Boden tritt. Das sind alles glasklare Fakten, das kann man alles schwarz auf weiß nachlesen, liebe Geschwister. Und der Irrsinn dieser Tage tritt ganz exemplarisch, brennpunktartig am Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim in Scharfheide am Werbelinsee dieser Tage zu Tage. Gestern Abend kam es ja dann noch in den Nachrichten. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Dort sind insgesamt 42 Bewohner an Corona, was auch immer das ist, erkrankt und 8 von ihnen daran gestorben. Und worauf richten nun Politik und Medien die ganze Aufmerksamkeit? Der ganze Skandal besteht nun einzig und allein darin, dass etwa 50% der Mitarbeiter es gewagt haben, diese Spritze bisher nicht anzunehmen. Worin liegt der Skandal, dass 50% der Mitarbeiter nicht gespritzt sind, wenn doch die ganzen Senioren voll geschützt sind? Welche Gefahr kann Ihnen von den nicht gespritzten Mitarbeitern denn dann eigentlich noch drohen, wenn die Spritze was taugt? Wo sind wir hingekommen, liebe Geschwister? Welche satanische Verfinsterung des Denkens und des Urteilsvermögens, wenn man so plump, dreist und dämlich daherlügen darf? Und die Massen begreifen es noch nicht mal. Das ist doch das Schlimme, dass Politik und Medien so plump und dreist und dumm daherlügen, ist die eine Sache. Das viel Schlimmere ist, dass die Massen es glauben und gar nicht begreifen, was da geschieht. Worauf sollte denn die ganze Aufmerksamkeit bei einer ehrlichen Betrachtung dieses Geschehens gerichtet sein? Doch auf die Frage, wie viel der Corona-Erkrankten und der an Corona Gestorbenen waren denn geimpft? Das wäre doch die Frage. Wie sieht es denn mit dem Impfschutz im Ernstfall wirklich aus? Und da hätte man jetzt eine ganz hervorragende Ausgangsbasis. Man hat einen großen Teil, die Geimpfter, die Senioren, von denen sagt die Amtsärztin Heike Zander, dass die Bewohner recht gut geimpft seien. Prozentzahl wird nicht angegeben, zumindest in dem Bericht. Aber wenn die das lobend erwähnt, gehen wir mal von einer Durchimpfungsquote von nahe 100% aus. Und dann haben wir Mitarbeiter, die zu etwa 50% geimpft sind und nicht geimpft. Und jetzt können wir doch ganz hervorragend gucken, wie viele von den Geimpften und wie viele von den Nicht-Geimpften sind jetzt an Corona erkrankt und wie viele sind daran gestorben und wie viel Schutz bringt die doppelte oder vielleicht sogar die dritte Impfung? Wer sagt denn, dass da nicht schon geboostert wurde und vielleicht die Geboosterung dann überhaupt erst die ganze Geschichte ausgelöst hat? Weiß ich jetzt nicht. Wäre die nächste Frage, die man stellen müsste. Aber auch ohne Booster? Was haben die ersten beiden so wichtigen Spritzen wirklich gebracht? Das wäre doch die Frage. Und die können wir anhand der bisher vorliegenden Zahlen, auch wenn die Frage nicht gestellt wird, ich stelle sie hier, die kann man im Groben beantworten. Von den nicht gespritzten Mitarbeitern, also insgesamt sind von den Mitarbeitern auch einige, ich glaube um die 15 erkrankt, aber kein einziger gestorben. Von den vermutlich vollständig geimpften Senioren sind 42 erkrankt und 8 gestorben. Wie sieht die Relation aus? Wer war besser geschützt gegen Corona, die Geimpften oder die Nicht-Geimpften? Die Fakten sprechen eine klare Sprache. Lassen wir uns nicht verdummen vom Geschwätz der Politiker und der Medien, sondern schauen wir auf die Fakten. Einfach auf die Fakten schauen. Es hilft, bei klarem Verstand zu bleiben. Und trotz dieser glasklaren Fakten, die wir im Prinzip, soweit ich informiert bin, mehr oder weniger seit Beginn der Spritzereien flächendeckend so sehen, versucht man die Leute immer mehr in diese Spritzerei hineinzuzwingen und die zu diffamieren, die auf die Risiken hinweisen.
deutlicher, liebe Geschwister, deutlicher kann die Wirkung der toxischen Injektionen ins Denken vieler Verantwortlicher und auch der breiten Masse durch diese dämonischen Heuschrecken sich kaum offenbaren. In den Versen 7 bis 11 werden diese Heuschrecken dann näher beschrieben. Und die Gestalten der heuschreckentlichen Pferden, die zum Kampf gerüstet sind und auf ihren Köpfen etwas wie Kronen, dem Gold gleich, und ihre Angesichter waren wie menschliche Angesichter, und sie hatten Haare wie Frauenhaare, und ihre Zähne waren wie die der Löwen, und sie hatten Panzer wie eiserne Panzer, und das Getöse ihrer Flügel war wie das Getöse vieler Wagen und Pferde, die zur Schlacht eilen. Diese sehr kriegerische Beschreibung dieser Heuschrecken hat in der Auslegung zu reichlich Spekulationen geführt, welche modernen Kriegsgeräte hier beschrieben werden oder beschrieben sein könnten. Ein Ausleger schreibt beispielsweise, ihre dünnen Flügel knattern wie Helikopterrotoren und rasselnd wie die Ketten von Kampfpanzern. Ihre Flugzeuge reiten auf dem Feuerstrahl ihrer Düsentriebwerke und sie schießen von Satelliten gelenkte, lasergesteuerte Raketen aus weiter Ferne auf ihre Ziele. Vielleicht hat Johannes vor 2000 Jahren in seiner Vision einen modernen Weltkrieg gesehen. Wer die Details seiner Vision mit den Waffen der heutigen Kriegstechnik vergleicht, kann unübersehbar große Heere mit Panzern, Flugzeugen und Raketen auf die Menschheit zurasend sehen. Aber liebe Geschwister, mir ist beim genauen Durchschauen aufgefallen, derartige Spekulationen lassen sich vom Äußeren beeindrucken und übersehen dabei die entscheidende Aussage über diese sogenannten Heuschrecken. Diese Ausleger fallen exakt auf das herein, wozu dieses martialische Äußere dieser Heuschrecken als Ablenkungsmanöver gedacht ist. Es sind in der Tat beeindruckende, unsere ganze Aufmerksamkeit fesselnde Details, die da geschildert werden. Aber wenn wir genauer hinschauen, dann sehen wir alles nur Tarnung und Täuschung. Alles nur Tarnung und Täuschung. Alles ablenkendes Blendwerk. Schauen wir uns die Verse mal genauer an. Ich habe es hier an der Wand, vielleicht kann man es ein bisschen lesen. Und die Ähnlichkeit Pferden. Ich habe überall mal so diese Vergleichswörter drin, gerüstet zum Kampf, auf ihren Köpfen wie Siegeskränze, ähnlich Gold und ihre Angesichter wie Angesichter von Menschen. Aber nichts ist hier wirklich echt, darauf kommt es an. Nichts ist hier, wie es scheint, nichts. Und sie hatten Haare wie Haare von Frauen, ihre Zähne wie der Löwen waren und sie hatten Panzer wie eiserne Panzer und der Klang ihrer Flügel wie der Klang vieler Wagen und Pferde, die zur Schlacht eilen. Was wir hier geschildert haben, ist eine gewaltige und verwirrende Inszenierung von Macht. Mit verführerischen Anteilen vermengt, Haare wie Frauenhaare. Das weibliche Element mit seiner verführerischen Kraft darf im unsagbar satanisch Bösen nicht fehlen. Auch die Siegesgrenze sind nicht echt. Sie scheinen nur wie Gold, sind's aber nicht. Auch der Sieg ist nur ein Scheinsieg von kurzer Dauer. Und sie heucheln in ihrer unsagbaren Bosheit Menschlichkeit. Ihre Angesichter wie Gesichter von Menschen. Wir denken wieder an die vielen Philanthropen, von denen die Welt derzeit heimgesucht wird. Die Menschenfreunde. Der ganze Corona-Terror, einschließlich der Spritze, dient ja angeblich nur der Menschlichkeit, unserem Wohl, unserer Gesundheit. Und dabei schüchtern sie parallel mit zur Schau gestellter Macht ein. Mit Zähnen wie von Löwen, mit eisernen Panzern, mit donnernden Flügeln. Und wenn wir an die zur Schau gestellte Macht des Systems denken, der Willkür und Unrecht herrschenden, sehen wir es ganz genauso. Und es ist eine zur Schau gestellte Macht, denn sie haben sie nicht. Sie wissen, dass sie Unrecht tun, auf der ganzen Linie. Sie sind im Unrecht. Mehr oder weniger durch und durch. Da mögen Sie in Berlin Grundgesetze einsammeln, wie viele Sie wollen. Das ändert nichts daran, dass Sie im Unrecht sind.
Und weil sie wissen, dass sie im Unrecht sind, müssen sie das fehlende Recht, das ihnen tatsächliche Autorität verleihen würde, mit einer zur Schau getragenen Aggression, die Angst und Panik verbreitet, ersetzen. Aber es ist alles nur beeindruckendes Getöse, ein gewaltiger Lärm. Mit diesem ganzen gigantischen, betörenden, verwirrenden, beeindruckenden, beängstigenden Schauspiel lenken sie ab, schüchtern ein und lenken ab von der eigentlichen Gefahr. Die ist in Vers 10 dann nochmal beschrieben. Und sie haben Schwänze wie Skorpione und Stacheln waren in ihren Schwänzen. Und ihre Vollmacht bestand darin, den Menschen Schaden zuzufügen, 5 Monate lang. Das heißt, könnt ihr zu Hause nochmal ganz genau durchgucken, ob stimmt, was ich euch sage. Sie schädigen nicht mit ihren Zähnen, die täuschend gefährlich aussehen wie Löwenzähne, riesige Reißzähne. Aber in diesen Zähnen liegt ausdrücklich nicht ihre Macht, von denen geht gar keine Gefahr aus. Wenn überhaupt nur die der Täuschung und der Panik mache. Keines der in den Versen 7 bis 9 genannten Elemente hat etwas mit der tatsächlichen Gefahr zu tun, die von diesen Wesen ausgeht. Alles nur Ablenkung und Täuschung, 3 Verse lang. Ihre Gefahr liegt einzig und allein im Schwanz, mit dem sie ihre toxischen Injektionen verpassen. Lassen wir uns also vom satanischen Verwirrspiel nicht täuschen. Das ist ja auch heute die Strategie der satanisch gesteuerten Finsternismächte. Sie lenken ständig ab. Sie richten unsere Aufmerksamkeit bevorzugt auf Bagatellen, während sie hinter unserem Rücken und weit abseits von der Aufmerksamkeit der Medien ihre nächsten Schandtaten beschließen und in die Wege leiten. Ich dachte das die ganzen letzten Wochen immer wieder, wenn es um diesen italienisch-jüdischen Buben da ging oder was. Seilbahn und Glück, habt ihr vielleicht mitgekriegt. Das ist natürlich ein berührendes Einzelschicksal. Aber liebe Leute, um Himmels Willen, was interessiert das denn wirklich den Rest der Menschheit, wie jetzt hier ein paar Familienangehörigen um diesen Buben streiten? Ablenkungsmanöver. Damit werden die Gedanken der Menschen gefüllt und ihr Denken beschäftigt und gefesselt, damit die Leute nicht über das wirklich Wichtige nachdenken. Ganz einfach, guckt mal die Nachrichten an. Mit welchem belanglosen Müll wir gefüllt werden, damit wir nicht Kopf frei haben, über das wirklich Wichtige nachzudenken. Und so präsentieren sie uns Tag für Tag unendlich viel über das, wo uns aufregen können. Damit wir das, über das wir uns wirklich empören müssten, am besten gar nicht mitbekommen. Darum geht's. Ablenkungsmanöver. Wenn wir uns diese Heuschrecken anschauen, wie Johannes sie beschreibt, sehen wir alles Mögliche, das unsere ganze Aufmerksamkeit fesselt. Nur das eine, das übersehen wir allzu leicht, das Entscheidende, den Schwanz mit dem tödlichen Gift im Stachel. Ich sehe hier also beim besten Willen keinen Weltkrieg, keine Panzer, keine Flugzeuge und Raketen. Nein, es geschieht hier etwas viel Unheimlicheres. Wir sehen es heute. Sie brauchen keine Kriege. Ich sage damit nicht, dass es keine mehr geben wird, aber sie brauchen sie nicht, um die Menschheit zu dezimieren. Sie brauchen keine Panzer und keine Raketen, um massenhaft Leute umzubringen. Sie tun es im Namen der Gesundheit, im weißen Kittel. Diese dämonischen Heuschreckenschwärme, welche die ganze Welt heimsuchen und nur die versiegelten 144.000 verschonen müssen, haben einen dämonischen Führer. Das sagt uns Vers 11. Und sie haben als König über sich den Engel des Abyssos, sein Name ist auf Hebräisch Abaddon und im Griechischen hat er den Namen Apollyon. Wir haben damit nochmal bestätigt, dass es sich bei diesen Heuschrecken um gefallene Engel handelt. Und sie werden angeführt von einem König, von ihrem König, dem Engel des Abyssos.
Sein Name wird sowohl auf Hebräisch als auch auf Griechisch genannt, Hebräisch Abaddon, Griechisch Apollyon. Der griechische Name kommt im Neuen Testament, soweit ich gesehen habe, nur hier vor. Apollyon heißt Verderber, Vernichter. Auch der hebräische Begriff Abaddon hat genau diese Bedeutung, Vertilgung, Vernichtung. Er kommt dem Tod, der am Ende der Offenbarung in den feurigen Pfuhl geworfen wird und damit auch Satan sehr nah, dürfte aber von beiden zu unterscheiden sein. Aber wir sehen da Satan, den Tod und den Abaddon. Das sind drei mächtige Fürsten und Mächte und durchaus auch Personen der jenseitigen satanischen Welt. König Abaddon oder Apollyon kommt also bisher nie dagewesenes Verderben über die Menschheit, sowohl physisch wie psychisch, geistig wie geistlich, umfassend. Sowohl den Körper und Geist, wie auch das Denkvermögen und die Urteilskraft, als auch die spirituelle Ebene in Christus betreffend. Die gesamte Menschheit, abgesehen von den 144.000, ist von dieser umfassenden Verwüstung, Vertilgung, Vernichtung betroffen. Aber eine Vertilgung und Vernichtung, die nicht zum Tod führt, aber sonst zerrüttet, zerstört, was überhaupt zerrüttet und zerstört werden kann. Wir verstehen allmählich, wie Jesus sagen konnte, wenn diese Tage nicht verkürzt würden, würde kein Fleisch gerettet. Was wir heute erleben, dürfte dieses Geschehen noch nicht sein, aber ein deutlicher Vorbote desselben. Wollen wir weiter beten, liebe Geschwister, dass der Herr diese Tage deutlich verkürzt, diesem unsagbar Bösen bald ein Ende macht und sein Kommen beschleunigt. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Lieber himmlischer Gott und Vater, wir danken dir, dass du uns zeigst, dass du wirklich in all diesem Geschehen der Herr bist. Du bist's, der den Schlüssel aushändigt. Und du bist's, der diesen Abgrund bis zu diesem Tag verschlossen hält. Und du bist's, der auch die Qualen, die diese Dämonen ausüben können, begrenzt, zeitlich, wie auch im Blick auf ihr Tun und im Blick auf wen sie anrühren dürfen. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du weiter schützend, bewahrend deine Hände um uns und deine Gemeinde überall, wo sie auf dieser Welt ist und sich versammelt, legen mögest. Und dass du uns klaren Verstand, klares Denkvermögen erhältst in dieser um sich greifenden satanischen Verfinsterung, gerade auch des Denk- und Urteilsvermögen, das sich mit am allermeisten im sogenannten christlichen Raum ausgebreitet hat, wo diese Verfinsterung am dichtesten ist und mit Abstand am weitesten vorangeschritten. Und wir sind nicht aus eigener Kraft gegen diese Verfinsterung geschützt, sondern nur durch deinen Heiligen Geist, dadurch, dass du bei uns bist und dass wir uns nahe zu dir halten und dass wir wirklich auch in unserem eigenen Leben um Wahrhaftigkeit bemüht sind, um Ehrlichkeit, uns nicht anpassend dem Denken dieser Welt, nicht auf eigene Vorteile bedacht sind, wo der Teufel sofort ein Einfallstor hat, unsere Gedanken zu leiten, wo irgendetwas anderes uns treibt als Motiv, als das Bemühen um Wahrhaftigkeit, als das Bemühen bei dir der Wahrheit zu sein. Und dass wir auf nichts anderes wirklich vertrauen als auf den Schutz, der von dir ausgeht, auf die Bewahrung, die du den Deinen zugesagt hast. Und wir sehen es bei den 144.000 Versiegelten. Die hast du bewahrt, die hast du versiegelt und sie darf der Feind nicht anrühren. Wir wissen, die zu dir gehören, die versiegelt sind durch deinen Heiligen Geist. Solange wir hier auf dieser Erde sind, darf uns der Feind nicht anrühren, soweit wir in dir sind und bleiben. Dafür sei dir Lob und Dank. Und wir wollen dich bitten, dass du doch noch viele rufst in dieser Zeit, bevor es ganz finster wird,
dass noch viele umkehren und dass bis dahin doch auch noch viele diese dreisten, dummen, offenkundigen Lügen durchschauen, sich nicht einschüchtern lassen von diesem angsteinflößenden Getöse, das doch nur leeres Getöse ist, ohne rechtliche Legitimation. Doch nur menschenverachtende Bosheit, es als solche durchschauen und sich ihm verweigern, einfach nicht mitmachen, in ruhiger, besonnener, friedlicher Weise, einfach nicht mitmachen. Nicht mitverantwortlich werden am Bösen, das da geschieht, sondern segnend und bewahrend in dieser Welt mitwirken, bis du wiederkommst. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.